Der Klimawandel und die erforderliche Energie- und Verkehrswende, wachsende soziale Ungleichheiten und Ereignisse wie die Covid-19-Pandemie oder internationale Krisen und daraus resultierende Fluchtbewegungen. Unsere Welt verändert sich immer schneller und gravierender. Gerade die Kommunen stehen vermehrt vor scheinbar unlösbaren und komplexen Aufgaben. Die Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW, das Deutsche Institut für Urbanistik, die Stadt Detmold und die KPMG wollen daher neue Lösungsansätze für eine zukunftssichere Kommune aufzeigen. Die Agenda 2030 mit ihren 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen als Querschnitt im kommunalen Verwaltungshandeln verankern und die Stärkung der Daseinsvorsorge. Das sind die Ziele des Verbundprojekts Verwaltung 2.030, ein vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördertes Projekt im Rahmen der Fördermaßnahme Kommunen innovativ. An der Agenda 2030 orientierte kommunale Nachhaltigkeitsstrategien gibt es bereits in mehr als 30 nordrhein-westfälischen Kommunen, auch in der Stadt Detmold. Die darin adressierten Herausforderungen können jedoch langfristig nicht mehr mit den alten Verwaltungsstrukturen bewältigt werden. Entscheidungsprozesse, Verwaltungsstrukturen und der kommunale Finanzhaushalt sind im Zuge der notwendig werdenden Verwaltungstransformation zentrale Anknüpfungspunkte für das Projekt Verwaltung 2.030. Weil verlässliche Entscheidungen immer häufiger in kurzer Zeit getroffen werden müssen, benötigen sie einen flexiblen, aber gleichzeitig auch tragfähigen Handlungsrahmen. Dieser kann durch eine innovative und zeitgemäße Verwaltungsorganisation, einen wirkungsorientierten nachhaltigen Finanzhaushalt und integriert agil arbeitende Teams gestärkt werden. Gemeinsam nutzen wir das Reallabor Kommune als Experimentierraum und möchten neue Strukturen und Prozesse einer zukunftsfähigen Verwaltung erproben, fördern und letztlich für andere Kommunen zugänglich machen. Dabei sollen Impulse sowohl aus der Detmolder Stadtgesellschaft, aus den unterschiedlichen Fachabteilungen der Kommunalverwaltung, der Kommunalpolitik, als auch von Expertinnen und Experten zur Entwicklung eines zukunftsfähigen integrierten Modells kommunaler Entscheidungsfindungs- und Umsetzungsprozesse beitragen. Mit der LAG 21 NRW als unabhängiges Netzwerk, welches Akteure aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft, aber auch aus Vereinen, Verbänden und der Zivilgesellschaft verbindet und miteinander in den Dialog bringt. Dem Deutschen Institut für Urbanistik, das größte Stadtforschungsinstitut im deutschsprachigen Raum, der Stadt Detmold, die bereits durch ihren Pioniergeist aufgefallen ist und zu Beginn der 2000er Jahre den Mut zur Verwaltungstransformation im Rahmen des neuen Steuerungsmodells vorgelebt hat, sowie die KPMG, die bereits bei der Einführung kommunaler Nachhaltigkeitshaushalte in 5 Kommunen in NRW beratend tätig gewesen ist und umfassende Kenntnisse im Finanzwesen mitbringt. Findet sich in Summe gebündeltes Wissen im Bereich einer nachhaltigen Verwaltungstransformation. Lassen Sie uns gemeinsam den Wandel gestalten.